Ja, schönen guten Morgen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Auxalia on Air mit dem Thema Weitergehen mit der Autodesk Construction Cloud vom Entwurf bis in die Ausführung. Vielleicht sind Sie bereits die ersten Schritte in der modellbasierten Planung gegangen. Vielleicht arbeiten Sie in einigen Projekten auch noch 2D-orientiert. In all diesen Projekten kann Ihnen die Autodesk Construction Cloud, abgekürzt, damit Ihnen das auch gleich bekannt ist, bei uns ACC, Vorteile bieten. Und dafür wollen wir Ihnen heute erst eine kurze Einführung geben in die Construction Cloud, uns dann die Themen Zusammenarbeit, Planung und Koordination in der Construction Cloud anschauen. Dann gehen wir über zu dem Thema von der Planung in die Ausführung mit der Construction Cloud. Dann übernimmt mein Kollege zu dem Thema Ausführung. Und wir werden zum Schluss mit Ihnen noch ein bisschen über den Tellerrand blicken und diskutieren und Fragen beantworten. Genau, wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne zwischendurch schon im Chat stellen. Entweder, wenn es sehr viele Fragen sind, werden wir zwischendurch schon anfangen, die zu beantworten. Oder aber wir werden uns auf jeden Fall diese Fragen dann gemeinsam mit Ihnen in unserer Diskussionsrunde einmal vornehmen. Ich würde mich einmal ganz gerne kurz vorstellen. Mein Name ist Claudia Hinrichs. Ich bin Architektin, arbeite aber inzwischen schon seit 14 Jahren bei Auxalia. Das heißt, genau, das ist schon ein Augenblick her, dass ich als Architektin gearbeitet habe, habe aber 14 Jahre Revit-Erfahrung, bin im BIM-Consulting tätig und schon seit 5 Jahren mit der Construction Cloud, mit dem Thema Construction Cloud, BIM 360, cloudbasiertes Arbeiten mit Autodesk-Produkten beschäftigt und da entsprechend zuständig, unsere Kunden zu schulen und zu beraten. Mein Kollege stellt sich auch noch einmal kurz vor. Ja, auch hallo von meiner Seite. Mein Name ist Maximilian Schuller. Ich habe Energie- und Gebäudetechnik studiert, habe danach mehrere Jahre Erfahrung in Planungsbüros gesammelt, sowohl als Projektleiter in der Planung wie auch in der Ausführung, also auf der Baustelle. Bin jetzt seit Anfang letzten Jahres hier bei der Auxalia und gebe hier Schulungen. Projektbegleitung macht die Präsentationen und den Support eben im Bereich Revit. Revit vor allem im Bereich mit der Projectbox als HLSE-Anwender sozusagen, das Thema OpenBIM und jetzt auch noch hinzugekommen das Thema ACC, vor allem in den ausführenden Bereichen. Genau. Genau. Danke, Max. Dann übernehme ich es jetzt wieder. Ich würde jetzt noch einmal ganz kurz uns als Auxalia vorstellen. Auxalia ist ein inhabergeführtes Unternehmen, was sich spezialisiert hat auf die Beratung und den Verkauf und die Schulung von Autodesk-Softwareprodukten. Wir bestehen seit 1987 und sind in den Fachbereichen Architektur, Gebäudetechnik, Ingenieurbau, Infrastruktur und Anlagenbau tätig entsprechend. Sie sehen hier einmal abgebildet unsere Standorte, dass wir über ganz Deutschland und auch Österreich und die Schweiz entsprechend verteilt sind. Wir haben über 5000 Kunden, 70 Mitarbeiter und wie Sie sich ausrechnen können, über 35 Jahre Erfahrung. Und wie gesagt, unser Thema ist das Bauen digital. Das heißt, wir möchten Sie gerne unterstützen, beraten, schulen zu dem Thema vernetzte Zusammenarbeit, lückenlose Digitalisierung Ihrer Projektabläufe. Und da ist natürlich gerade auch die Autodesk Construction Cloud prädestiniert für, das sozusagen umgesetzt zu bekommen, gemeinsam mit Ihnen in Ihren Projekten. Und deswegen möchte ich Ihnen gerne erst einen kurzen Einblick geben in die Construction Cloud, eine kleine Einführung, bevor wir dann ein bisschen tiefer einsteigen. Die Construction Cloud können Sie in Ihren Bauprojekten einsetzen, vom ersten Entwurf bis zum späteren Gebäudebetrieb. Ja, und das werden wir heute versuchen, ein bisschen auch detaillierter darzustellen. Die Construction Cloud ist ein cloudbasiertes Produkt. Dementsprechend greifen Sie Geräte unabhängig zu. Sie sind standortunabhängig. Sie können über PC oder auch, das werden Sie später sehen, gerade auch interessant für die Ausführungsphase, über ein mobiles Gerät zugreifen. Sie sind damit softwareunabhängig, können aber auch direkt über die Software arbeiten. Auch da werden wir darauf eingehen, wie da sozusagen die Verbindung zwischen der Cloud und den Softwareprodukten besteht. Und Zugriff natürlich nur für diejenigen, die in diese Projekte eingeladen sind. Das heißt, wenn Sie Bauprojekte in der Construction Cloud umsetzen, haben Sie natürlich die entsprechenden Beteiligten im Projekt, die Sie einladen, die da dann in dem Projekt mitarbeiten können. Dafür gibt
es verschiedene Module mit verschiedenen Funktionen in der Construction Cloud, die Sie entsprechend nutzen können. Das kommt immer darauf an, welche Rolle Sie in dem Projekt einnehmen. Dadurch entscheidet sich sozusagen, mit welchen Modulen Sie arbeiten müssen. Die Basis der Construction Cloud ist das Autodesk Docs, die Datenplattform. Ja, das ist natürlich klar, ich brauche eine Datenplattform, um überhaupt irgendwas mit den Daten machen zu können. Ja, und diese Datenplattform bietet Ihnen schon verschiedene Funktionen, da werde ich gleich näher drauf eingehen. Die Basis alleine schon ausreichend für BIM-Nutzer, wie zum Beispiel Projektleiter, Projektmitarbeiter, die nicht sozusagen selbst in der Planung tätig sind, das heißt nicht als BIM-Autoren oder Koordinatoren tätig sind, sondern sonstige Aufgaben im Projekt zu erledigen haben. Auch für den Bauherrn natürlich entsprechend geeignet. Und dann das Autodesk BIM Collaborate, was natürlich wieder auf der Basis aufsetzt, auf dem Docs und zwei weitere Module bietet, wo ich später näher drauf eingehen werde. Dementsprechend geeignet für BIM-Manager, BIM-Gesamtkoordinatoren sowie BIM-Koordinatoren im Projekt. Und das Autodesk BIM Collaborate Pro, wie Sie sehen, bietet es einen kleinen Unterschied zu dem BIM Collaborate, nämlich das Revit Cloud Workshop. Und das heißt, Sie haben damit als BIM-Autor die Möglichkeit, auf der Plattform Docs Ihre Daten direkt zu speichern, zusammenzuarbeiten. Auch da gehe ich später näher drauf ein, um mit den zusätzlichen Modulen mit anderen Projektbeteiligten zusammenzuarbeiten, beziehungsweise auch Modelle koordinieren zu können. Ja, zusätzlich hier nochmal ein kleiner Überblick über die Module, denn diese Module, haben Sie schon gesehen, beziehen sich natürlich mit dem BIM Collaborate und BIM Collaborate Pro hauptsächlich auf die Planung und Koordination von Bauprojekten, setzen auf der Basis, auf dem Docs auf. Wenn wir aber dann später übergehen in die Ausführung, dann wird erstens das Thema Takeoff noch interessant. Da wird Ihnen Herr Schuller noch was zu sagen. Und natürlich das Thema Autodesk Build, das heißt das Modul für das Baustellen- und Projektmanagement der Construction Cloud. Was für Beweggründe gibt es, mit der Construction Cloud zu arbeiten? Einmal die fachlichen Beweggründe. Ja, natürlich in den Projekten wird angestrebt, mit einer gemeinsamen Daten- und Projektplattform zu arbeiten, Daten mobil und digital bereitstellen zu können für Besprechungen oder später fürs Baustellenmanagement, Daten besser auszutauschen, besser zu kommunizieren, einen besseren Überblick über die Versionierung der Daten zu haben. Das werden Sie gleich sehen, dass Sie da hier die entsprechenden Funktionen haben, dass Sie immer die aktuellste Version haben und auch mit älteren Versionen vergleichen können, Modelle koordinieren zu können, standortübergreifend zusammenarbeiten zu können und weitere Bauprozesse sozusagen anbinden zu können. Dann noch einmal die Beweggründe, die monetären Beweggründe sozusagen, das heißt 31% aller Bauprojekte werden immer noch mit weniger als 10% Abweichung vom ursprünglichen Budget abgeschlossen. Ja, das heißt, es sind verhältnismäßig wenige. 238 Milliarden Euro branchenweit jährliche Kosten für Nacharbeiten und 95,5% aller Daten bleiben im Architektur- und Bauwesen ungenutzt. Und das soll natürlich nicht so weitergehen. Ja, das heißt, die Daten müssen besser genutzt werden. Es muss weniger Nacharbeiten geben. Das heißt, da muss besser zusammengearbeitet und koordiniert werden in den Projekten. Und genau das sind Gründe, mit der Construction Cloud zu arbeiten. Und wir hoffen, die Funktionen, die wir Ihnen heute zeigen werden, werden Sie auch davon überzeugen. Dann komme ich einmal zu dem Thema Zusammenarbeit in Bauprojekten. Ja, da ist das Autodesk Docs als Basis für die Zusammenarbeit in Bauprojekten als Single Source of Truth. Das heißt, Sie haben nur eine Plattform für alle Ihre Daten in den Bauprojekten. Ich komme gleich nochmal auf die Kompatibilität der Datenformate. Alle Daten sind aktuell und in der richtigen Version verfügbar, aber auch in älteren Versionen abrufbar und vergleichbar. Alle Daten sind für die richtigen Beteiligten verfügbar. Ja, das heißt, Sie haben keine mehrfache Datenführung. Sie können genau einstellen, welche Projektbeteiligten welche Daten zur Verfügung gestellt bekommen. Der Viewer für alle am Projekt Beteiligten bietet Ihnen sehr große Vorteile. Sie können durchgängig kommunizieren durch Aufgaben und Markierungen. Sie haben an Bauprojekte angepasste Workflows. Das werde ich Ihnen gleich auch noch mal zeigen. Damit können Sie in den Bauprojekten Fehler vermeiden, Nacharbeiten vermeiden, Kosten vermeiden, die sonst aufgrund von fehlenden oder falschen Daten, mangelnder Kommunikation oder ungeeigneter Workflows entstanden wären.
Ja, da sehen Sie einmal, dass das Autodesk Docs die zentrale Ablage bildet als Basis für alles und gleichzeitig ermöglicht, mit weiteren Modulen in der Construction Cloud weiterarbeiten zu können. Ich habe hier einmal eine kleine Funktionsgesamtübersicht. Das heißt, das Autodesk Docs bietet die Möglichkeit, schnell und einfach in Bauprojekten eine Ordnerstruktur anlegen zu können mit verschiedenen Berechtigungsebenen, sodass alle Projektbeteiligten immer, wie ich eben schon erwähnt habe, auf die Daten zugreifen können, die sie benötigen, aber andere Daten wiederum nicht im Zugriff haben. Und Sie haben hier 6 verschiedene Berechtigungsebenen, sodass es die Berechtigung von nur Anzeigen bis hin zur vollen Ordnerkontrolle gibt. Es sind viele verschiedene Dateiformate kompatibel, da komme ich gleich nochmal zu. Dann haben Sie die Möglichkeit, mit 2D- und 3D-Viewer-Funktionen zu arbeiten, Aufgabenmanagement und Markierungen zu nutzen, Datenhistorie, Versionsvergleich, verschiedene Projektworkflows. Wie gesagt, da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Typische Datenformate in Bauprojekten habe ich jetzt einfach mal aufgelistet, sind natürlich immer noch viele PDF-Dokumente, viele Office-Dokumente, 2D-Planung, wie DWG und PDF, 3D-Planung wie IFC und Revit-Modelle, Fotos, Videos. Ja, und all diese Datenformate sind kompatibel mit der Construction Cloud. Sie können für all diese Datenformate den Viewer der Construction Cloud nutzen. Zum Teil werde ich Ihnen das gleich einmal live zeigen. Das heißt, diese Datenformate können Sie immer und überall softwareunabhängig im Browser oder mobil anzeigen und haben da Zugriff drauf und immer auf die aktuellsten Versionen entsprechend. Ja, der Viewer, den werde ich Ihnen gleich einmal live zeigen mit einem Revit-Modell. Zuerst aber noch der Hinweis, dass der Viewer natürlich auch mit 2D-Plänen und Ansichten funktioniert. Das werden Sie dann später im zweiten Teil bei meinem Kollegen, bei dem Herrn Schuller sehen. Außerdem haben wir noch eine sehr schöne Office-Anbindung. Das hatte ich ja eben schon erwähnt, die Kompatibilität zu anderen Datenformaten als nun unbedingt 2D oder 3D. 2D-Planung oder 3D-Modelle. Ja, das heißt, Sie haben hier durch die Office-Anbindung die Möglichkeit, all Ihre Office-Dokumente auch in der Construction Cloud zu verwalten. Wenn Sie eine Office 365-Lizenz haben, dann können Sie mithilfe dieser Lizenz die Datei anklicken, wechseln sozusagen direkt in das Office 365, können die Datei dort bearbeiten oder betrachten und entsprechend wieder speichern. Ja, wir haben ja auch eine Anbindung zum Beispiel an die AutoCAD Web App. Das heißt, Sie können DWGs, die Sie in der Construction Cloud verwalten, auch direkt mit der Web App öffnen und entsprechend bearbeiten und wiederum speichern. Und mithilfe des Autodesk Desktop Connectors haben Sie auch Zugriff aus Softwareprodukten wie zum Beispiel AutoCAD oder auch Sie können auch ein Office-Dokument direkt mit Ihrem Word oder mit Ihrem Excel öffnen und wiederum speichern. Ja, das heißt, der Desktop-Connector ist sozusagen im Windows Explorer verfügbar. Die Projekte, die Daten sind dort verfügbar, können von dort geöffnet werden und wiederum dann direkt gespeichert werden. Wenn Sie mit 3D-Modellen aus Revit zum Beispiel arbeiten, da komme ich später zu, dann gibt es da noch andere Workflows, die Ihnen noch eine bessere Zusammenarbeit ermöglichen. Genau, bevor ich jetzt gleich live reinschalten werde, um Ihnen den Viewer zu zeigen, möchte ich noch auf das Thema Kommunikation eingehen, denn auch das möchte ich Ihnen gleich live zeigen und möchte davor ein paar Sachen zu sagen. Grundsätzlich können Sie in der Construction Cloud auf 2 verschiedene Arten kommunizieren. Erst einmal können Sie Markierungen nutzen, das kennen Sie von der Arbeit mit PDF-Dokumenten. Ja, das heißt, Sie können hier entsprechend verschiedene Markierungen setzen, ob nun ein Rechteck oder eine Wolke oder eine Linie, ob Ergänzung durch Text oder entsprechende Bemaßungsangaben. Da können Sie Markierungen hinzufügen und diese sind dann gespeichert und sind für alle Beteiligten, die die Datei im Viewer abrufen können, verfügbar. Ja, das ist die eine Möglichkeit zu kommunizieren, aber es gibt noch eine viel bessere Möglichkeit, die ich Ihnen dann auch gleich live zeigen werde, nämlich einmal das Aufgabenmanagement. Das Aufgabenmanagement können Sie natürlich für verschiedene Anwendungsfälle in der Construction Cloud nutzen. Erstmal in meinem Fall werde ich Ihnen zeigen, wenn Sie eine Planung
in der Construction Cloud haben, ein 3D-Modell, und ihnen fallen Probleme auf in der Planung, irgendwelche Koordinationsprobleme oder ähnliches, können diese direkt kommuniziert werden mit den Projektbeteiligten. Sie können das Aufgabenmanagement aber natürlich auch für ein Mängelmanagement im Baustellenmanagement nutzen, und da wird später Herr Schuller genauer darauf eingehen. Das heißt, ich werde es Ihnen in 3D live zeigen und mein Kollege wird das später noch mal in einem 2D-Plan entsprechend live zeigen. Genau, jetzt würde ich einmal live reinwechseln. Ja, Sie sehen jetzt einmal, ich bin eingeloggt in die Construction Cloud. Ich habe ein entsprechendes Projekt angelegt, was in Ihrem Fall dann ein Bauprojekt wäre. Ich habe greife hierzu auf das Modul Docs, habe aber hier auch verfügbar andere Module, auf die ich später noch genauer eingehen werde. Ich habe hier eine Ordnerstruktur angelegt. Sie können hier sehen, dass ich in den Berechtigungseinstellungen sozusagen verschiedene User oder verschiedene Rollen im Projekt berechtigt habe und ich verschiedene Berechtigungsebenen zur Verfügung habe. Ja, in dieser Ordnerstruktur habe ich natürlich entsprechend dann Dateien verwaltet. Diese Datei zum Beispiel kommt direkt aus Revit. Da werde ich später näher darauf eingehen, wie ich die hier hinbekomme und wie ich aus Revit dann zusammenarbeiten kann. In diesem Fall möchte ich Ihnen dieses Modell einmal live zeigen. Das ist jetzt ein Architekturmodell. Sie werden gleich sehen, dass ich aber auch die Gebäudetechnik mit eingeblendet habe. Mein Kollege wird später noch ein paar Dinge aus dem TGA-Bereich einmal zeigen. Ja, das heißt, ich öffne einmal dieses Architekturmodell. Sie können sehen, das ist in Version 5 hochgeladen. Das zu dem Thema Versionshistorie. Ja, ich kann theoretisch auch ältere Versionen aufrufen und ich werde Ihnen gleich zeigen, wie ich diese Version auch mit älteren Versionen vergleichen kann. Ja, erstmal sehen Sie jetzt also, das ist jetzt ein 3D-Modell. Wie gesagt, wie ich auf 2D-Dokumente zugreife, kommt später noch einmal. Ich kann jetzt aber an dieser Stelle auch über die Pläne und Ansichten, zum Beispiel auf 2D-Ansichten, 2D-Pläne meines Revit-Modells zugreifen. Ja, das heißt, ich kann mir hier zum Beispiel mal den Bauantragsplan angucken, der entsprechend dort erstellt ist. Ja, das einmal nur als ganz, dass ich es Ihnen ganz kurz einmal gezeigt habe. Genau solche Pläne werden wir später noch einmal zu sehen bekommen. Jetzt wechsle ich wieder in das 3D-Modell. Hier habe ich einmal meine Standard-3D-Ansicht. Das ist jetzt ein reines Architekturmodell. So, und jetzt muss ich noch einmal raus. Irgendwie ist er mir hier gerade ein bisschen abgeschmiert. So. Jetzt funktioniert auch das Navigieren wieder. Ja, Sie sehen, das ist mein reines Architekturmodell. Ich habe aber an dieser Stelle auch das Gebäudetechnikmodell aus Revit heraus in die Cloud hochgeladen, habe die beiden in Revit miteinander verknüpft, die Ansicht entsprechend in Revit einmal so vorbereitet, die 3D-Ansicht, dass ich mir das hier gemeinsam anzeigen kann. Und nun kann ich hier auch zum Beispiel meine beiden Modelle, weil es beides Revit-Modelle sind, die direkt aus Revit in die Cloud hochgeladen worden sind, im Viewer gemeinsam anzeigen. Ja, ich möchte Ihnen einmal noch kurz zeigen, dass ich hier auch mit dem Modellbrowser bestimmte Kategorien ein- und ausblenden kann. Ja, wenn ich jetzt also zum Beispiel mir mal nur die Wände anzeigen möchte, gemeinsam mit den Gebäudetechnik-Bauteilen, ja, dann kann ich das hier entsprechend so einstellen, dass ich diese Kategorien gemeinsam sehen kann. Dann schalte ich einmal wieder alle Objekte ein. Hier an dieser Stelle habe ich die Möglichkeit, mein Modell selber, ohne dass ich es mir vom BIM-Autor in Revit vorbereiten lassen muss, kann ich also hier im Viewer zum Beispiel einmal ins Erdgeschoss oder ins erste Obergeschoss reingucken. Ja, das heißt, ich kann mir 3D-Schnitte hier einmal selber erstellen. Ja, wenn ich ein, also das war ja Blick sozusagen in den Grundriss, wenn ich jetzt zum Beispiel einmal einen 3D-Schnitt selber generieren möchte, dann kann ich hier die Schnittanalyse nutzen. Ja, das heißt, ich kann mir hier an dieser Stelle mein Modell so aufziehen, dass ich da auch 3D einmal ins Gebäude reingucken kann. Ja, schalte ich wieder einmal alles ein. Dann habe ich hier zum Beispiel noch die Möglichkeit, die Messfunktion zu nutzen. Ich möchte jetzt einmal hier den Abstand messen, bekomme hier diese Information angezeigt. Da könnte ich auch noch Winkel, Flächen und Ähnliches mit nachmessen.
Genau, dann würde ich jetzt einmal Ihnen zeigen, wie man sehr schön in das Gebäude reinlaufen kann. Ja, das heißt, wie kann ich hier eine digitale Baubegehung machen? Ich wechsle hier einmal in das erste Personentool. Ja, Sie sehen hier, dass ich mich jetzt mit meinen Pfeiltasten entsprechend ins Gebäude reinbewegen kann. Oder aber an dieser Stelle kann ich auch das muss ich einmal hier wechseln, weil er im ersten Obergeschoss irgendwie gelandet ist. Das kann ich also auch machen. Sie sehen, dass ich hier den Kegel auch an eine andere Stelle schon direkt schieben kann. Das heißt, ich kann da auch entsprechend schnell im Gebäude navigieren. So, jetzt habe ich hier im Bauteil angeklickt. Ich laufe jetzt einmal hier durchs Erdgeschoss. Ja, und wenn ich jetzt diese digitale Baubegehung mache, dann fallen mir natürlich schon, ohne dass ich jetzt direkt eine Clash Detection mache, fallen mir schon einige Dinge auf. Zum Beispiel an dieser Stelle fällt mir auf, das passt nicht mit dem Unterzug und dem Luftkanal und das muss dringend kommuniziert werden. Ja, deswegen kann ich hier das Aufgabenmanagement entsprechend nutzen. Ich habe hier die Möglichkeit, an dieser Stelle verschiedene Aufgabentypen auszuwählen, die kann ich mir selber vorbereiten. Das heißt, wenn Sie mit so einem Projekt arbeiten, können Sie sich selber vorbereiten für das Projekt verschiedene Aufgabentypen im Bereich der Planung, im Bereich der Ausführung erstellen, die für Sie in Ihrem Projekt geeignet sind. Sie haben auch Vorgabetypen von Autodesk, aber wie gesagt, die sind da sehr flexibel und können sich eigene Typen erstellen. Ich wähle jetzt einmal hier den Planungsfehler sozusagen, Änderungsanforderung aus, setze hier eine Aufgabe. Entsprechend kann dann diese Aufgabe, kann der einen Titel geben und schreibe jetzt mal Unterzug gebe der Aufgabe einen Titel, der Status ist offen, vom Typ ist es eine Änderungsanforderung und ich weise das jetzt einmal. Mein Unterzug ist jetzt an dieser Stelle fest. Ich weise das jetzt einmal dem Gebäudetechnik-Fachplaner zu und gebe hier als habe jetzt angegeben, wo das Problem ist und habe dadurch diese Aufgabe erstellt und einmal der Rolle Gebäudetechnik-Fachplaner zugewiesen. Ja, alle, die diese Rolle haben, bekommen jetzt per E-Mail eine Information und dann kann ich hier später über die Kommentare, wenn ich entsprechender Abteilungsleiter Gebäudetechnik bin, kann ich diese Aufgabe einer bestimmten Person zum Beispiel zuweisen, indem ich diese Person hier auswählen kann und sozusagen dann den Hinweis gibt, dass das erledigt werden muss. Ja, das einmal zum Aufgabenmanagement. Wie kann ich das entsprechend nutzen? Und dann wollte ich Ihnen noch zeigen, wie ich an dieser Stelle meine Version miteinander vergleichen kann. Ich gehe da einmal wieder aus der Navigation raus und wähle hier einmal den Versionsvergleich auf. Ja, ich möchte hier jetzt einmal meine aktuelle Version 5, wo die Gebäudetechnik mit drin ist, mit der Version 4 vergleichen und zwar mit derselben Ansicht. Start hier einmal den Versionsvergleich. Ja, und dann sehe ich, da wurde nichts hinzugefügt. Zwei Bauteile wurden entfernt, 7 wurden geändert. Ja, jetzt kann ich hier entweder über diese Ergebnisliste gehen oder aber ich zoome ins Gebäude rein, wähle das Bauteil mal aus und kann mir dann anzeigen lassen, okay, das wurde in Version 5 entfernt. Ja, oder an dieser Stelle sehe ich zum Beispiel, hier wurde was entfernt und entsprechend was geändert. Ja, weil vorher war es ja eine abgerundete Wand, die wurde anscheinend entfernt. Da wurden diese beiden Wände für geändert. Ja, diese ganzen Informationen bekomme ich, dann sehe ich hier zum Beispiel, was geändert wurde. Ja, das heißt, ich sehe auch die Informationen, wie sich die Fläche, wie sich die Länge, wie sich das Volumen verändert haben. Ich bekomme also auch Informationen zu veränderten Parametern meiner Bauteile und kann theoretisch mir das Ganze auch noch meiner älteren Version entsprechend anzeigen. Gut, das sind die Dinge, die ich Ihnen ganz kurz live zeigen wollte. Dann wechsle ich wieder in die PowerPoint zurück. Ja, ein paar weitere wichtige Funktionen, die im Ablauf Ihrer Bauprojekte sicher hilfreich sind, sind zum Beispiel die Dokumentenübertragung. Und damit haben Sie die Möglichkeit, Dokumente gezielt zu übermitteln. Ja, das heißt, innerhalb des Projektes an Projektbeteiligte, darum geht es, nachweislich Dokumente
beziehungsweise bestimmte ganze Ordner zu übermitteln. Ja, damit man den Nachweis hat, dass die Personen in dem Projekt diese Dokumente auch wirklich bekommen haben. Denn Sie wissen ja selber, wenn Sie ein großes Projekt haben, wo womöglich 50 Leute involviert sind und da irgendwann mehrere tausend Dokumente im Projekt rumschwirren, dann müssen Sie nachweisen, dass zu einer bestimmten Zeit bestimmte Personen ein Dokument bekommen haben. Das kann ich mit diesem Befehl machen. Das heißt, ich wähle Dateien aus, ich wähle dann den Befehl Übertragung erstellen, dann kann ich die Person auswählen, die diese Dokumente sozusagen nachweislich bekommen haben müssen und dann sehe ich an der Übertragung später die Information, wann die an wen gegangen sind und die bekommen eine E-Mail und können dann in die Ordner reinwechseln, direkt über die E-Mail per Verlinkung. Ja, das heißt, es geht hier nicht darum, sozusagen Dokumente mit extern zu teilen, sondern es geht hier darum, im Projekt Dokumente gezielt zu übermitteln. Dann haben wir zusätzlich noch den Freigabe- und Genehmigungsworkflow. Damit haben wir die Möglichkeit, Dokumente, die im Projekt sind, zur Überprüfung, zur Freigabe und Genehmigung zu übermitteln. Diese Übermittlung wird von einem Initiator sozusagen gestartet. Dann kann es ein bis mehrere Prüfer geben, die es nacheinander oder zur selben Zeit überprüfen. Zum Abschluss gibt es immer auf jeden Fall einen Genehmiger, der entscheidet, ob das Ganze okay ist. Das heißt, die Prüfer können das überprüfen, Kommentare hinzufügen. Diese Kommentare kann der Genehmigende abrufen und dann entscheiden, ob die Freigabe erteilt wird. Wenn die Freigabe erteilt wird, ist es zum Beispiel möglich, bei Abschluss diese Dokumente in einen anderen Ordnerbereich zu kopieren. Ja, das heißt, man kann das zum Beispiel nutzen, wenn man einen Bauantrag einreicht und gleichzeitig die Dokumente archiviert werden müssen. Wie war der Stand meiner Dokumente? Denn die entwickeln sich ja immer weiter. Sie haben ja gesehen, die Versionierung ist verfügbar. Das heißt, ich muss dann ja sichern, der Stand heute wurde sozusagen eingereicht, dann würde ich das entsprechend kopieren in ein Bauantragsarchiv. Oder aber wenn ich Dokumente auf die Baustelle, wenn ich meine Planung auf die Baustelle übergebe, dann kann ich an dieser Stelle aus dem Bereich der Planung die Dokumente überprüfen lassen und dann in die Ausführung übergeben. Ja, das einmal die Workflows, die man noch sehr schön nutzen kann. Dann kommen wir wirklich mal konkret in die Planung von Bauprojekten in der Construction Cloud. Ja, da noch einmal der Hinweis, wenn Sie noch 2D planen, dann heißt das nicht, dass die Construction Cloud nicht für Sie geeignet ist, sondern Sie haben eben schon gehört, Sie können die AutoCAD Web App nutzen, Sie können mit PDFs arbeiten und Sie haben zum Beispiel mit dem Desktop Connector die Möglichkeit, wenn Sie in AutoCAD Dateien geöffnet haben, diese DWGs direkt mit Hilfe des Desktop Connectors in der Construction Cloud zu speichern. Ja, arbeiten Sie in BIM-Projekten, dann ist natürlich insbesondere das Arbeiten mit Revit in der Construction Cloud maßgeblich. Und da haben wir mit Hilfe des Revit Cloud Worksharing eine sehr schöne Möglichkeit, dass Sie firmenintern besser zusammenarbeiten können. Sie kennen vermutlich die Zusammenarbeit in Revit-Projekten auf Ihrem Server mit Zentraldateien. Im Prinzip ist es genau dieselbe Zusammenarbeit, das heißt die Arbeitsweise, die Sie da kennengelernt haben, die ändert sich von der Funktionalität her nicht, aber Sie können jetzt sozusagen diese Dokumente in der Construction Cloud direkt speichern, synchronisieren und können mit Veröffentlichungseinstellung einen digitalen Plansatz erstellen. Sie haben eben gesehen, ich konnte auf verschiedene 2D-Ansichten, verschiedene 3D-Ansichten zugreifen. Das heißt, im Prinzip habe ich mir meinen digitalen Druck vorbereitet in die Construction Cloud und ermögliche damit, dass ich nicht mehr alles auf Papier ausdrucken muss, sondern dass meine Projektbeteiligten digital auf Pläne und 3D-Ansichten zugreifen können, indem ich diese Daten aus Revit heraus in die Construction Cloud publiziere, sozusagen einen digitalen Druck erzeuge. Ja, und damit sehen Sie, dass das Revit Cloud Worksharing Ihnen erstens Vorteile für die firmeninterne Zusammenarbeit bietet. Wenn Sie an mehreren Standorten sind, ist es natürlich besonders vorteilhaft, denn dann haben Sie standortübergreifend die Dateien in der Cloud liegen und egal, ob Sie im Homeoffice sind oder in München oder in Hamburg, Sie können von überall gemeinsam an dieser Datei arbeiten, was sonst schwierig ist, wenn Sie die Dateien auf Ihrem eigenen Server liegen haben. Aber auch wenn Sie firmenintern zusammenarbeiten an einem Standort,
hoffe ich, dass das klar geworden ist, dass Sie Vorteile haben. Denn Sie können damit für alle Projektbeteiligten Ihre Modelle digital bereitstellen, 3D-Ansichten zur Navigation bereitstellen, zur Kommunikation bereitstellen und den Zugriff auf 2D-Ansichten auch digital ermöglichen. Genau, wenn Sie dann zusätzlich noch das Design Collaboration Modul benutzen, dann ermöglichen Sie es auch in der Construction Cloud mit dem BIM Collaborate Pro firmenübergreifend zusammenzuarbeiten. Die zentrale Plattform, wie immer, das Docs. Und dann haben Sie hier die Möglichkeit, mit mehreren Beteiligten, mit Hilfe der Berechtigungsstrukturen im Projekt gemeinsam zusammenzuarbeiten, verschiedene Modelle zu verwalten. Jeder hat seine eigenen Revit-Modelle im Zugriff, die der andere nicht öffnen kann. Das heißt, der Architekt hat seine Modelle, der Gebäudetechniker hat seine Modelle. Ja, die kann jeweils nur die jeweilige Disziplin öffnen und bearbeiten. Ich habe dann aber die Möglichkeit, diese Modelle regelmäßig der anderen Disziplin freizugeben und das Ganze auch noch übersichtlich und strukturiert. Ja, das heißt, da wird Ihnen dann nie mehr der Überblick fehlen, wer hat wann eigentlich wem welches Modell gegeben und habe ich jetzt den aktuellsten Stand oder gibt es vielleicht schon einen neueren, denn das können Sie immer in der Timeline nachvollziehen. Sie sehen die Timeline der anderen Projektbeteiligten und sehen auch, wenn da neue Stände erzeugt worden sind und Sie können sich das auch so vorbereiten, dass Sie regelmäßig zum Beispiel einmal die Woche Ihr aktuelles Modell wiederum der anderen Disziplin freigeben, sodass die sich das wiederum verknüpfen kann, dann eine Woche mit weiterarbeiten kann, bis wieder ein neuer Stand freigegeben wird. Wenn Sie in der Koordination von Bauprojekten in der Construction Cloud arbeiten, dann werden Sie mit dem Model Coordination Modul zusätzlich arbeiten und haben dann die Möglichkeit, mehrere Modelle wiederum im Viewer, der dann ein bisschen anders strukturiert ist, zusammenzuarbeiten können. Hier Revit und IFC-Modelle und auch 3D-DWG-Modelle gemeinsam anzeigen können, Clashes der Modelle analysieren, diese Clashes entsprechend sozusagen gegebenenfalls auch zusammenfassen und wiederum das Aufgabenmanagement nutzen, um diese Clashes zu kommunizieren. Ja, und da habe ich einmal ein kleines Video zu, um Ihnen das einmal zu zeigen. Das heißt, ich wechsle hier einmal in das Model Coordination. Einmal in den Koordinationsraum, wo meine Modelle der Gebäudetechnik und Architektur gemeinsam angezeigt werden. Das muss natürlich alles vorbereitet werden. Und da unterstützen wir Sie dann natürlich gerne bei. Genau, wir sehen jetzt einmal hier das Architektur- und das Gebäudetechnikmodell gemeinsam angezeigt und wir sehen, dass es hier einige Kollisionen gibt, die entsprechend zu kommunizieren sind. Na, dann kann ich da wiederum, wie ich eben schon sagte, eine Aufgabe erstellen und diese Aufgabe entsprechend, wie vorhin schon gesehen, kommunizieren. Genau, jetzt ist die Aufgabe einmal fertig. Hier wiederum, das haben Sie eben schon gesehen, wird eine Zuweisung vorgenommen zu einer Rolle. Ja, jetzt können wir hier uns noch einmal angucken, wo wir diese Aufgabe jetzt finden. Das ist eine zugewiesene Kollision und hier ist hier an dieser Stelle in der Aufgabenübersicht zu finden. Ja, das heißt, Sie sehen, Sie haben in der Construction Cloud nicht nur die Aufgaben in den Modellen, sondern Sie haben auch immer eine Aufgabenübersicht. Hier sieht jeder die Aufgaben, die ihm zugewiesen worden sind, beziehungsweise die er erstellt hat. Auch beim Aufgabenmanagement gibt es verschiedene Berechtigungsebenen, denn nicht jeder im Projekt darf natürlich einfach Aufgaben erstellen. Das kann man sich entsprechend alles vorbereiten, aber sichergestellt ist, dass jeder, der eine Aufgabe zugewiesen bekommt, diese Aufgabe entsprechend auch abrufen kann.
Genau, das einmal zu der Koordination, dann noch zu den durchgängigen Workflows, ja, weil wir haben, das Aufgabenmanagement ist zu Revit über das Revit Issued-In verfügbar. Das heißt, Sie können sich Aufgaben, die in den Revit-Modellen erstellt worden sind, auch direkt in Revit anzeigen können, also Planungsaufgaben direkt in Revit erledigen, kommentieren, beantworten und entsprechend bekommt dann der Ersteller der Aufgabe wiederum eine E-Mail dazu und kann diese Aufgabe dann in der Construction Cloud im Viewer überprüfen und gegebenenfalls, wenn sie erledigt ist, dann auch schließen. Gleichzeitig haben wir auch eine Anbindung zu Navisworks über das sogenannte Coordination Add-in. Das heißt, die Modelle, die Sie eben mit dem Model Coordination gesehen haben, die in der Cloud zusammengeführt worden sind, die kann ich so zusammengeführt in Navisworks öffnen, weiter nutzen, zum Beispiel meine Clash Detection durchführen und auch in Navisworks das Aufgabenmanagement der Construction Cloud mitnutzen. Ja, das waren die Bereiche der Zusammenarbeit, Planung und Koordination in der Construction Cloud. Jetzt kommen wir von der Planung in die Ausführung mit der Construction Cloud. Ja, da kann ich die Daten, die im Autodesk Docs liegen, entsprechend direkt für das Autodesk Build nutzen, indem ich zum Beispiel, Sie haben vorhin gesehen, ich hatte in meinem Revit-Modell Pläne. Und diese Pläne kann ich mithilfe des Befehls publizieren, direkt in das Autodesk Build als Pläne publizieren, damit sie dort entsprechend weiter genutzt werden können. Meine Planköpfe, die in den Plänen drin sind, die die Informationen haben zu dem Titel und weiteren Informationen können erkannt werden und dann entsprechend später in den Plänen, in den Spalten ausgewertet werden. Gleichzeitig habe ich ja vorhin erwähnt, dass wir auch mit Office-Dokumenten und weiteren Dokumenten arbeiten können. Ja, und auch diese können Sie mobil weiter nutzen. Das heißt, die mobile Nutzung von Projektdateien ist auch möglich. Ja, je nach Zugriffsrecht natürlich sieht jeder immer nur die Daten, die er sehen soll. Und zu der Nutzung der Daten, zu der mobilen Nutzung von Plänen und Projektdateien wird Ihnen mein Kollege was erzählen. Ja, dann würde ich jetzt einmal meine Bildschirmübertragung aufheben und einmal an meinen Kollegen übergeben. Ja, danke Claudia für die Einführung, ich sage mal, in die Planung mit der Autodesk Construction Cloud. Wir haben also jetzt hier die Themenbereiche, ich sage mal, in den Leistungsphasen eingeordnet 1 bis 5 gesehen und sind jetzt oder möchten von der Planung in die Ausführung gehen. Natürlich, bevor wir eine Ausführung beginnen können, müssen wir auch eine Mengenermittlung, eine Massenermittlung machen, um eben Kosten zu fixieren und letztendlich auch ausführende Firmen dann zu beauftragen anhand eines Leistungsverzeichnisses oder Ähnliches. Auch hier bietet die ACC ein Tool, und zwar das Autodesk Takeoff, das eine Mengenermittlung sowohl in 2D wie auch in 3D ermöglicht. Und es ist halt kalkulatorisch gesehen sinnvoll, mit den tatsächlichen Modellen zu arbeiten. Natürlich auch stellenweise die Nutzung von 2D-Elementen. Und das gucken wir uns jetzt am besten einmal auch live an, indem dass wir hier einmal in das Modul schon reinspringen. Wir haben also hier auch wieder ein Projekt, das wir hier nutzen können. Sie sehen hier, wurde gerade von Frau Hinrichs gezeigt, das Docs, das Design Collaboration und das Model Coordination und hier eben auch das Modul Takeoff. Ich klicke es mir nochmal an. Wir haben hier dementsprechend, wie in den meisten Modulen, eine Startoberfläche und auf der linken Seite hier die verschiedenen Tools, die uns zur Verfügung stehen. Startet man hier in das Takeoff hinein, beginnt man im Normalfall mit den Dateien, die dementsprechend zu hinterlegen. Sie sehen auch hier ist wieder der durchgängige Workflow, der eben angedacht ist, vorhanden. Ich habe hier meine Dateistruktur aus dem Autodesk Docs, aus dem Dateimanagement, kann hier wieder in die einzelnen Unterordner hineingehen und mir zum Beispiel das Revit-Modell in mein Takeoff hinein publizieren. An dieser Stelle ist das Ganze schon geschehen, also gucken wir hier unter Pläne und Modelle. Dann sehe ich, hier ist ein
2D-Bereich und ein 3D-Bereich für die Modelle. Und der Vorteil von Takeoff, ich kann dieses Tool auch nutzen, unabhängig von einem Gesamt-Cloud-Modell, möchte ich sagen. Also das heißt, wir können hier auch selektiv nur bestimmte Dateien hochladen, sodass das Projekt also gar nicht vollumfänglich in der Cloud vorhanden ist. Ist aber natürlich das Ziel, dass das Ganze in der Cloud komplett abgearbeitet wird. Um Takeoff nutzen zu können, legt man sich die sogenannten Pakete an. Diese Pakete werden strukturiert und basieren auf einem Excel-Sheet, sage ich mal, das auch in einer gewissen Art und Weise von Autodesk schon vorgegeben wird. Hier kann man sich die Struktur dementsprechend nach den oben genannten Anforderungen, also das bleibt hier immer vorhanden als kleine Hilfe, kann man sich die Struktur hier dementsprechend aufbauen. Ich habe das mal grob für eine Kostengruppe, für die Kostengruppen 400 gemacht, also für die technischen Gebäudeanlagen, für die bauwerktechnische Anlagen. Sie definieren also hier vorne eine Kategorisierung, einen Code, haben dann eine Beschreibung und geben dann letztendlich das Level an, auf welcher Position es wie beim LV eben zum Beispiel stehen soll. Und zuletzt könnten Sie auch noch vordefiniert angeben, ob es denn ein Volumen, eine Menge oder etwas Ähnliches ist. Hat man das Ganze strukturiert, kann man hier dementsprechend zum Beispiel in einen 2D-Plan reingehen und wählt hier oben sein Ermittlungspaket aus. Ich wähle jetzt hier mal dementsprechend das Architekturpaket aus. Das ist, bitte sehen Sie es mir nach, bei mir immer ein bisschen schmaler. Ich komme da aus der Gebäudetechnik. Sie haben also hier die Möglichkeit, mit dem 2D-Viewer eines Planes die Flächenermittlung zum Beispiel durchzuführen. Das ist jetzt hier eine Raumübersicht, an der ich eben mit verschiedenen Tools, die ich hier unten finde, zum Beispiel die Fläche oder linear, beziehungsweise auch eine Anzahl oder eben eine Kombination aus beiden oder den einzelnen Punkten hier Mengen ermitteln kann. Eine Fläche kann ich zum Beispiel hier über ganz einfache Klicks definieren. Ich spanne diese Fläche hier einmal auf und erhalte hier dann eben eine neue Fläche mit einem Volumen, beziehungsweise eben mit einer Fläche, die kann ich benennen und kann mir hier jetzt zum Beispiel ein Paket machen, Fliesen. Dann kann ich eben sagen, diese Fläche sind Fliesen. Der Vorteil ist natürlich, ich kann diese Flächen auch kopieren. Das heißt, hier dementsprechend wird die nächste Fläche gleich zugeordnet. Und auch wenn ich das nochmal mache, erhalte ich hier eine dementsprechende Zuordnung, auch im 2D. Und es wird hier dementsprechend aufsummiert. Das also relativ einfach im 2D umsetzbar. Natürlich, wie gesagt, ist der Plan eher hier die 3D-Modelle zu verwenden. Auch das funktioniert dementsprechend auch hier wieder der Punkt zur Version. Das heißt, habe ich verschiedene Versionen, kann ich mir die hier auch hinterlegen, aktualisieren und dann letztendlich auch immer das Ganze als Snapshot speichern, dass mir also die Stände zu einem bestimmten Zeitpunkt abspeichert. Damit kann ich also auch eine Version und auch eine Mengenermittlung dementsprechend nachziehen oder nachverfolgen. Gucken wir uns das Ganze mal in 3D an. Dann sehe ich auch hier, ich habe hier eine Ansicht gewählt, wo die Architektur auch mit enthalten ist letztendlich. Und auch hier habe ich wieder meine verschiedenen Pakete. Ich kann jetzt mal in das Paket 430 zum Beispiel reinwechseln. Auf der linken Seite eben die 2D- und 3D-Elemente, die hier verknüpft sind. Und auch hier habe ich wieder meine Tools, die gerade von der Frau Hinrich schon gezeigt worden sind. Ich kann messen, ich kann in der ersten Person arbeiten, ich kann den Modellbrowser nutzen, Eigenschaften abrufen und das Ganze auch über Ebenen zum Beispiel steuern.
Für mich persönlich hat sich herauskristallisiert, dass das Einfachste ist, über die sogenannten Cluster zu arbeiten. Hier kategorisiert oder beziehungsweise es ist ja im Modell schon kategorisiert, denn Revit arbeitet mit Kategorien und diese Kategorien werden hier mit diesem Clusterbilden dementsprechend sauber aufgeteilt, sodass ich hier, also ich kann mal ein bisschen rausscrollen mit Geländer, Geschossdecken, Wänden architektonisch arbeiten kann, aber das Ganze auch hier ein Stück weit in die kleineren Kategorien reinkomme, also von Rohren, Rohrformteilen, Leuchten bis eben zu Luftkanalformteilen. Und da kommt jetzt diese Vorlage, diese Paketvorlage, die ich Ihnen schon gezeigt habe, eben ins Spiel, indem dass ich hier eben gewisse Bereiche habe. Jetzt kann ich mal zu den, wo sind sie denn? Eine Luftdurchlässe. Na? Ja, ich kann hier die verschiedenen Elemente dementsprechend raussuchen. Ich suche gerade meine Luftkanalformteile. Hier sind sie dementsprechend. Ich sehe hier eine farbliche Einordnung. Und wenn ich ein Bauteil dementsprechend anklicke, beziehungsweise hier eine Kategorie dann anklicke, die ich eben in dieser Struktur vordefiniert habe, kann ich die Bauteile dann zu diesen Strukturen hinzufügen und kann mir die ganze Mengenermittlung dann auch final exportieren lassen. Das Ganze wird als Excel-Datei exportiert. Das heißt, wenn ich hier auf Exportieren klicke, erhalte ich hier oben den Takeoff-Export nach, in dem Fall wegen der Einstellung, die ich getroffen habe, nach dem Paket, das ich ausgewählt habe. Und dann führen wir das doch auch einmal aus. Und dann sehen wir hier die Informationen, wir sehen die Mengen hier auch als Quadratmeter zum Beispiel ausgegeben und wir können sogar noch bis ins Detail reingehen, wo wir tatsächlich dann auch Ermittlungstypen oder die ID bis ins kleinste Detail nachvollziehen können. Ja, haben wir mit Takeoff gearbeitet, haben wir eine Mengenermittlung gemacht und zum Beispiel diese Excel-Datei, die wir da rausbekommen, in ein AWA-Programm eingeführt. Dann ist der nächste Schritt natürlich die Ausschreibung, beziehungsweise nach der Ausschreibung geht es dann wirklich in das Autodesk-Build. Wir bauen ein Gebäude und in diesem Gebäude, für dieses Gebäude, brauchen wir natürlich ein Projektmanagement, ein Baustellenmanagement, das aber eben auch, wir wollen ja, das Ziel ist ja dahin zu kommen, einen digitalen Zwilling des tatsächlich gebauten Gebäudes zu erstellen und deshalb auch das Baustellenmanagement anhand des Gebäudes und auch gleichzeitig eben mit der Cloud-Lösung, weil Formulare etc. braucht man dementsprechend ja immer noch, Bautagesberichte und so weiter. Und hier ist eben das Autodesk-Build das Mittel der Wahl. Ist dafür gemacht, eben um das Büro und die Baustelle synchron zu halten, bietet den Zugriff auf Pläne und Dateien, auch hier Aufgaben- und Mängelerfassung vor Ort, zum Beispiel mit dem Mobilgerät, da kommen wir dann am Ende der Präsentation noch drauf zurück, das haben wir ein bisschen zurückgeschoben. Sie können hier Formulare wie Bautagesberichte oder Sicherheitschecklisten, Stundenzettel dementsprechend anlegen und hinterlegen und die mit den Berechtigungen standardmäßig zur Verfügung stellen. Sie haben aber auch eben Fotos, die Sie ja standardmäßig auf der Baustelle machen, die hier eingepflegt werden können. Aber auch Kommunikationsworkflows, wie eben die Informationsanfragen, hier abgekürzt als RFI für Request for Information. Und aber auch zusätzliche Tools wie eben Besprechungen planen mit einer Agenda, Zeitpläne verwalten und Objekte und Berichte zeige ich Ihnen dann dementsprechend auch noch, wie das hier aufgeführt sind. Also eine ganze Menge Tools, die wir Ihnen heute noch ein Stück weit präsentieren. Und auch hier wieder eine standardmäßige Startansicht. Das heißt, Sie haben hier dieses klassische Projekt-Dashboard, sage ich mal, wie man sie kennt. Also zum Beispiel, wenn Sie ein Start- und ein Enddatum eingestellt haben, hier schon die
ja, die Anzahl der Tage und zu wie viel Prozent das Projekt abgeschlossen ist. Sie haben hier Informationen über die letzten Aktivitäten und hier auf der linken Seite sehen Sie eben, wie eben angesprochen, die Tools, die uns hier zur Verfügung stehen. Ja, wie Frau Hinrichs auch schon angesprochen hat, exportieren wir oder importieren wir ins Bild. Kommt darauf an, von welcher Datei oder von welcher Sicht wir es betrachten. Pläne, die werde ich dann mit der mobilen Ansicht noch eingehen. Auch hier, wie schon angesprochen, eine Erkennung von Plantiteln. Ich kann die Pläne nach Disziplin einordnen, sodass ich hier eine schöne Struktur aufbauen kann. Es werden Plannummer und Titel vergeben. Es gibt auch die Versionierung eben dementsprechend, dass hier mit verschiedenen, in den verschiedenen Bauzuständen und in den verschiedenen Zusammenarbeitszuständen das Ganze eben strukturiert aufgebaut wird. Auch im Bild sind dementsprechend die Dateien natürlich essentiell, sage ich mal, denn das ist ja das, über das wir miteinander kommunizieren. Also hier der durchgängige Workflow, wir arbeiten mit den Dateien, die wir in der Cloud bearbeiten, auch Thema natürlich Planfortführung während der Ausführung, was es ja immer wieder gibt, oder eben einfach auch die Werk- und Montageplanung, diese Themen auch in der Cloud aufzugreifen. Und darum auch hier eben die Möglichkeit, auf die Dateien direkt zuzugreifen, was hier auch wieder die Ordnerstruktur des Docs dementsprechend widerspiegelt und auch die darin enthaltenen Dateien, sofern natürlich die Berechtigung hierfür erteilt und gegeben wurde. Auch auf diese Dateien ist natürlich der Zugriff möglich in der mobilen App. Wie gesagt, zeigen wir hinten an. Genauso die Aufgaben, denn die Aufgaben sind ein Werkzeug, die eigentlich in jedem Tool der ACC nutzbar sein müssen oder benötigt werden, sowohl in den frühen Leistungsphasen oder in den Planungsleistungsphasen von 1 bis eben 5, dass man hier Aufgaben erstellt und verwaltet für die Planungskoordination, aber natürlich letztendlich auch im Baustellenmanagement sind Aufgaben unabdingbar, gibt immer noch Planungsmängel, die erst in der Ausführung aufgedeckt werden, die ich zurückspielen muss. Es gibt Aufgaben, die ich aber auch direkt eben in den Baustellen verwalten muss, weshalb man auch eben eigene Baustellentypen wie hier Baustellenmanagement Restarbeiten erzeugen kann, die eben für die Baustelle dann nutzbar sind. Diese Aufgaben, auch die werden im Desktop hat Ihnen die Frau Hinrichs schon gezeigt, wie man mit Aufgaben umgeht. Da ändert sich nicht viel. Letztendlich auch hier die mobile App wieder das Mittel, wo man das ganz schön zeigen kann, dass es eben auch auf der Baustelle mobil nutzbar ist. Für einen strukturierten und geordneten Bauablauf braucht man Checklisten, Bautagebücher, jegliche Formulare jeglicher Art. Und Sie haben den Reiter bestimmt schon gesehen, dass man eben die Formulare braucht. Und in der ACC können eben Formulare genutzt werden, die zum Beispiel aus BIM 360, also dem Vorgänger der Autodesk Construction Cloud, importiert werden können. Es können aber auch Formularvorlagen erstellt werden. Und das, sage ich mal, Beste daran ist, ich kann auch PDFs, die ich bereits im Einsatz habe, nutzen, die hochladen und anhand dieser PDF Bautagesberichte, Checklisten, was Sie da dementsprechend für Ihren Arbeitsablauf benötigen, hochladen und diese auch verwenden. Das gucken wir uns jetzt mal am besten hier in diesem Video an. Ich bin also hier im Bild unter Formularen und Sie sehen hier schon, auf der linken Seite sehen Sie die Formulare, die zur Verfügung stehen. Das sind die Vorlagen, die von Autodesk Standard mitgeliefert werden. Hier auch schon ein Report erstellt, ein Tagesbericht erstellt, der jetzt mit einer Autodesk-Vorlage eben so aussieht, dass ich hier zum Beispiel die Formulardetails definiert habe.
Ich habe auf der linken Seite ein Foto, ich kann Arbeitsprotokoll hinterlegen, welche Materialien, welche Ausstattung verwendet wurden. Und ich habe nämlich auch, um es ein Stück weit rechtssicher zu machen, auch zum Beispiel die Möglichkeit, das Ganze nur übermitteln zu können, wenn ich zum Beispiel hier eine Signatur, eine Unterschrift hinterlege. Wechselt man zurück in die Formulare, fällt einem eben auch auf, dass es hier den Reiter Vorlagen gibt und hier eben die 4 von Autodesk. Wir möchten jetzt eine eigene Vorlage erstellen und hier haben wir eben die Möglichkeit, ein neues Formular komplett mit durch die Kombination vorgegebener Felder oder freier Beschriftungsfelder zu erstellen. Formulare oder Checklisten, auch Checklisten hier die Möglichkeit oder eben eine vorhandenes PDF-Formular hochzuladen, kann man per Drag and Drop hier reinziehen. Ich habe hier einmal aus dem World Wide Web einen Bautagesbericht mir rausgeholt von einer Internetseite dementsprechend. Wichtig ist, dass hier bearbeitbare Felder hinterlegt sind, die dann letztendlich auch in der Cloud eben nutzbar gemacht werden. Und dann kann man eben hier schön diese Berichte hochladen und dann weiterverwenden. Hier Name der Formularvorlage, klassisch Bautagesberichte. Ich habe dann auch einen gewissen Vorlagentyp, der mir einfach für die Bearbeitung dann schon gewisse Felder zur Verfügung stellt, zum Beispiel Tagesbericht und kann hier gewisse Komponenten noch hinzufügen. Weiter geht das Ganze dann natürlich. Ich muss ein gewisses Zusammenarbeitsmodell definieren. Also die Cloud läuft ja eben mit Berechtigungen oder der Plan ist, durch Arbeitsmodelle und Berechtigungen die Zusammenarbeit so zu definieren, dass jeder auf alle Informationen, die er benötigt, Zugriff hat und auf die, die er keinen Zugriff haben sollte, dementsprechend umgekehrt nicht. Deshalb kann das Ganze hier mit dem Arbeitsablauf und mit einer Firmenzuordnung gewährleistet werden. Jetzt habe ich hier dieses Formular hinzugefügt als Vorlage, kann hier das Ganze auf der rechten Seite nochmal einsehen, nochmal bearbeiten, wenn ich es anklicke oder eben jetzt daraus einen Bautagesbericht erstellen. Sie sehen also hier wieder auf der linken Seite unsere Formulardetails, die ich gerade beim Bestehenden auch schon gezeigt habe. Hier eine durchlaufende ID. Sie können Standort definieren, Referenzen hinzufügen oder jetzt eben, wie es jetzt gezeigt wird, in diesen bearbeitbaren Feldern aus dieser hochgeladenen Datei in der Cloud die Informationen hier eintragen, die Sie jetzt für Ihren Bautagesbericht brauchen, also klassischerweise Datum, wer hat es erstellt, wo befinden wir uns, welche Anzahl von Mitarbeitern wurde dafür eingesetzt, also jedes Feld, das Sie hier nutzen können oder hier auch ein sehr intelligentes Sheet tatsächlich. Also ich kann hier sagen, wer war beschäftigt? 2 Bauleiter, 2 Gesellen oder 3 Gesellen zum Beispiel. Mit dem Dropdown, das hier hinterlegt ist, kann die Stunden befüllen und dann wird es dementsprechend auch automatisch mitgerechnet. Die erbrachte Leistung ist einfach jetzt mal ein Beispiel eingefügt. Können Sie natürlich oder füllen Sie ein, was Sie dementsprechend brauchen. Es ist nutzbar eben für Bautagesberichte, für Checklisten, für Abnahmen. Dementsprechend kann ich meine Formulare hier hinterlegen, kann sie dann letztendlich unterschreiben und dann der letzte Schritt ist dementsprechend, kann hier noch Störungen oder Änderungen hinzufügen, dementsprechend, was Ihr Tool oder was Ihr Formular beinhaltet. Auch das sollte natürlich abgestimmt sein, dass hier nicht mehr Informationen hinterlegt sind, als Sie eigentlich brauchen. Aber der Vorteil ist, es ist in der Cloud gespeichert, Sie haben es hinterlegt, Sie haben hier zum Beispiel eine Angabe gemacht, dass hier die Bauhöhe erschwerte Bedingungen waren, was vielleicht im Leistungsverzeichnis gar nicht hinterlegt war und mit dem Übermitteln schließen Sie eben die Formulare, dann übergeben Sie das Formular und es ist in der Cloud gespeichert und kann dementsprechend auch nachvollzogen werden. Ist natürlich auch gerade im Hinblick der Bautagesberichte leider ja oft genug noch der Fall, dass man die dementsprechend über lange Zeiträume
nachschreiben muss. Oft kommen in solche Bautagesberichte auch Fotos vor. Fotos oder im Allgemeinen Baustellendokumentation. Hier eben auch diese Fotos, die ich mit der Cloud schieße oder die ich in so Baubegehungen schieße für Mängelmanagement, was natürlich auch ein Formular sein kann, werden hier dementsprechend in der Cloud auch strukturiert. Diese Fotos sind dann Referenzen zugeordnet. Ich kann diese in einer Galerie anzeigen lassen. Ich kann sie filtern nach bestimmten Definitionen von Standort über Referenzen von zum Beispiel Mängeln oder Bautagesberichten, je nachdem, welche Fotos hier zugeordnet sind. Also auch hier die Fotos nicht mehr separat auf irgendeinem Laufwerk, auf dem PC gespeichert. Ich muss sie wieder raussuchen. Nö, sie haben das hier dementsprechend hinterlegt. Die Fotos können automatisch Text zugeordnet werden. Also zum Beispiel, wenn ich ein Foto von einer Wand mache, schreibe ich hier, wird hier ein Tag erstellt, dass dieses Foto eben von einer Wand ist und auch hier eben wieder eine intelligente Klassifizierung und dann eben auch eine Strukturierung. Und zudem ist hier auch eine Georeferenz hinterlegt. Das heißt, Sie können auch hier an der Karte gucken, wo ist dieses Foto dann tatsächlich aufgenommen worden. Das ist natürlich eher ortbedingt, aber einen gewissen Informationssatz liefert es dann dementsprechend schon, wenn das Foto zwei Straßen weiter aufgenommen worden ist, dass es vielleicht ein bisschen komisch ist. Ja, jetzt haben wir auch über Formulare, wir haben über Fotos gesprochen, alles, was so ein Stück weit Dokumentation ist. Natürlich ist aber auch während der Baustelle nicht immer alles klar. Dafür gibt es die Requests for Information, die Informationsanfragen, die hier eben eine dauerhaft nachvollziehbare Klärung gewisser Fragenstellungen eben bietet. Die Antworten können dann eben ans Projektteam verteilt werden. Es ist ein Export dieser Fragestellungen möglich und was jetzt eben neuerdings auch passiert ist, ist, dass es möglich ist, nicht Mitglieder des Projektes in diesen Prozess einzubinden. Das heißt, haben Sie irgendeinen Fachplaner, der jetzt gar nicht in der Cloud mit eingebunden ist oder der Bauherr, der vielleicht jetzt nicht den absoluten Cloud-Zugang hat, dann ist es hier eben möglich, neuerdings Nichtmitglieder mit in diesen Prozess einzubinden. Standardmäßig ist dieser Prozess nach den Bedingungen der Cloud aufgebaut. Das heißt, wir vergeben wieder Berechtigungen und Rollen. Auch können kann eine Firma oder Person mehrere Rollen in so einem Prozess aufweisen. Für diesen Arbeitsablauf dieser Informationsanfragen gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich habe das relativ kurz. Ich habe einen Manager, ich habe einen Prüfer und dann wird ich stelle eine Frage, es wird geprüft und eine Antwort gegeben und ich gebe es wieder zurück. Oder ich mache das Ganze eben mit einem Koordinator, wo das Ganze mit zwei zusätzlichen Arbeitsabläufen eben mit der Koordination übergeben wird. Ich kann auch hier benutzerdefinierte Felder hinzufügen zu so einer Anfrage. Also kann ich zum Beispiel, wenn es denn in dem Projektablauf besprochen ist, eben hier ein Feld wie Priorität für Klärung einfügen, nach der das Ganze dann auch eingestuft werden kann und wenn es ein großes Projekt ist, auch dann dementsprechend priorisiert in der Abarbeitung durchgeführt werden kann. Natürlich helfen solche Tools viel weiter und man kann hier strukturiert das Ganze abarbeiten. Man kann Anfragen stellen, man muss dann eben auch nicht alles in stundenlangen Besprechungen durchführen. Aber wir sind ja hier wir sind da im Baustellenmanagement und da kommt man letztendlich an den Sure-Fix-Terminen, an den Besprechungsterminen nicht drum herum. Aber auch die möchten natürlich geplant, dokumentiert und nachverfolgt werden und man möchte das Ganze natürlich auch wieder in einem konsistenten, in einem durchgängigen Workflow darstellen und nutzen. Das heißt, wenn ich eine Aufgabe habe, die ich erstellt habe, dann möchte ich die zum Beispiel auch einer Besprechung zufügen können und genau das hier ist auch in der Cloud
dementsprechend hier hinterlegt. Das heißt, ich kann für eine Besprechung eine Agenda erstellen, habe hier ganz klassische Themen oder ganz klassische Punkte, die ich einfügen kann, also Name der Besprechung. Ich kann Thema Corona eben einen Link zu einer Videokonferenz einfügen. Das kann natürlich ein Teams-Link, ein Go-To-Link sein oder eben Zoom, was auch immer. Füge eine kurze Beschreibung schon mal ein, was soll denn überhaupt besprochen werden. Dann habe ich schon auch ganz klare Besprechungsthemen eben vordefiniert, die auch schon einem Nutzer, einem User zugeordnet werden können. Und im Nachgang kann ich eben diese Besprechung zusammenfassen, Anhänge hinzufügen, was natürlich auch im Vorfeld schon der Fall sein kann, Referenzen wie eben Dateien, Pläne hinzufügen, auf die ich zugreifen muss und Personen einladen zum Beispiel. Es lassen sich hier eben zu bestimmten Elementen oder zu bestimmten Themenpunkte Referenzen hinzufügen. Sie sehen also hier die ganze Palette von Dateien bis eben Aufgaben, Fotos, Objekte, Formulare, wo wir später noch drauf kommen werden zu den Objekten. Also kann ich hier schon sehr dediziert das zuordnen. Ich habe einen konsistenten Workflow, der eben immer wieder diese Referenzen aufgreift und miteinander verschachtelt, sodass man dann wirklich bis zum Schluss, wenn ich dann das Thema Objekte zeige, eben bis zum Schluss ein Objekt dedizieren kann, sagen kann, über dieses Objekt ist hier und hier gesprochen worden, da und da war dieser Fehler oder da und da war dieser Zeitpunkt, und das kann eben auch in diese Besprechungen dementsprechend eingebunden werden. Hat man eine Besprechung durchgeführt, wechselt man vom Punkt Agenda zum Punkt Protokoll und die Besprechung wird damit gesperrt und es sind keine weiteren Eintragungen möglich. Man kann sie aber vom Organisator wieder öffnen lassen. Was der Vorteil jetzt daraus ist, ich habe jetzt eine Agenda gehabt für die Besprechung, mache daraus ein Protokoll, es sind aber bestimmte Punkte offen geblieben, dann kann ich aus dieser Besprechung Folgebesprechungen erstellen lassen, das ist dann wieder eine Agenda, und definiere dann meine Punkte, die vielleicht offen geblieben sind, und kann die dann in der nächsten Besprechung, wenn es Folgebesprechungen wie beim wöchentlichen Baustellen-Showfix eben gibt, einbinden. Ja, ein wichtiger Punkt ist das Thema Zeitpläne. Wie ist der Umgang mit Zeitplänen? Man braucht oft eben ein Tool, ein zusätzliches Drittanbieterprogramm, um mit den Zeitplänen zu arbeiten. Wer erstellt den Zeitplan? Wie kann ich Einblick nehmen in den Zeitplan? Und da gibt es eben auch hier die Möglichkeit, die Zeitpläne einzubinden. Ich kann die aus verschiedenen Werkzeugen importieren, also Primavera oder eben aus Microsoft Project, was so eines der Standardelemente ist. Ich kann die hier in die Cloud importieren, kann sie als Liste oder Gantt-Diagramm anzeigen lassen und kann hier auch einzelne Aktivitäten hinzufügen. Das heißt, wenn ich mit dem Zeitplan arbeiten möchte, importiere ich ihn zuerst, und der Zeitplan ist je nach Berechtigung auch wieder hier für die Nutzer, für die User anzeigbar oder gegebenenfalls eben weiter nutzbar. Wie funktioniert das oder was ist der Vorteil? Das erste ist, ich habe eine Visualisierung unabhängig von dem, dass jetzt jeder Nutzer ein MS Project haben muss. Klassischerweise, der Bauherr vergibt das Baustellenmanagement, dann möchte er vielleicht aber trotzdem mal reingucken, kann er hier dementsprechend das prüfen. Oder auch tatsächlich der Nutzer auf der Baustelle, der mal prüfen kann, okay, von wann bis wann muss ich diese Aufgabe jetzt eigentlich erledigt haben. Es können dann eben, wenn ich diese Prüfung durchführe oder wenn ich es mir anzeigen lasse, kann ich hier eben einen Vorschlag machen. Das heißt, okay, ich merke, mir sind leider 5 Jungs auf der Baustelle krank geworden, oder sie merken, dem Nachführenden, den ausführenden Firma ist jemand krank geworden. Ich mache hier mal einen Vorschlag, oder es ist im Allgemeinen zu kurz definiert worden, dann mache ich hier einen Vorschlag zur Änderung von diesem Arbeitsablauf, kann hier schon auch die Verzögerung und die Kostenauswirkung eben definieren. Und ich mache diesen Vorschlag natürlich, und wenn ich einen Vorschlag mache, muss auch jemand diesen Vorschlag
prüfen. Und dieser Vorschlag wird dann dementsprechend an den Manager übermittelt. Der kann diesen Vorschlag überprüfen, kann hier nochmal Anmerkungen machen und kann diesen Vorschlag dann letztendlich auch freigeben. Dann wird dieser Vorschlag von der zuständigen Person in den Bauablaufplan, in dem Drittanbieterprogramm eingearbeitet und mit einer Aktualisierung das Ganze wieder hier angegeben. Also auch hier der konsistente Workflow eben auf eine Cloud-Basis, sodass wir hier immer über denselben Stand auch sprechen, was ja auch immer ein Thema ist. Die Bauablaufpläne sind groß und dementsprechend braucht man hier auch den notwendigen Stand, über den man miteinander spricht. Ja, über was ich jetzt schon gesprochen habe, waren die Objekte. Was sind Objekte? Letztendlich sind Objekte in BIM-Modellierung alles, womit wir arbeiten. Und wir Autodesk Build ermöglicht halt den Lebenszyklus der Objekte und der Bauteile eines Projekts von der Planung bis zur Inbetriebnahme nachzuverfolgen, hier auch gewisse Referenzen einzufügen. Und das gucken wir uns dementsprechend auch einmal live an. Das heißt, ich bin hier auf der Seite wieder. Ich bin hier in meinem Projekt in der ACC. Waren jetzt hier zuvor in Takeoff und wechsle jetzt hier einmal in das Autodesk-Bild. Auch hier, wie gezeigt, das Dashboard, hier ein paar Fotos von dem Heizkörper in dem Fall. Und wir haben uns jetzt hier schon ein Stück weit durchgearbeitet und sind jetzt bei den Objekten angelangt. Diese Objekte habe ich hier, schon mal Heizkörper angelegt, also auch hier wieder die Möglichkeit, verschiedene Typen anzulegen. Habe hier vielleicht eine Unterkategorie oder einen Typen angelegt, Sanitär und Installationselemente. Hier war übergeordnet nur Heizkörper und dann sehe ich auch hier die Heizkörper. Bei Installationselemente ist aktuell nichts vorhanden. Gucken wir mal in die Einstellungen. Auch hier wieder die Möglichkeit, Modelle hinzuzufügen, Kategorien eben anzulegen, wie jetzt Sanitär- und Installationselemente, benutzerdefinierte Felder anzulegen. Ich habe die Möglichkeit, Statusgruppen zu definieren. Hier ist schon einiges vorgegeben. Hier kann ich aber auch noch eigene Statusgruppen dementsprechend definieren. Und dann habe ich hier auch die Berechtigungen. Wenn ich in so einem Modell drin bin oder wenn ich so ein Modell auswähle, dann habe ich hier auf der Seite die Information, ich habe 19 Heizkörper ausgewählt und 19 Objekte importiert. Jetzt kann ich diese Zuordnung bearbeiten und sehe jetzt hier meine angelegten Objektkategorien und jetzt kann ich hier Objekte zuordnen. Diese Zuordnung funktioniert über Importregeln. Das heißt, hier wähle ich eine Eigenschaft aus und wenn wir jetzt mal im TGA-Bereich bleiben und Sie arbeiten mit eben unserer Projectbox, dann haben Sie in den Elementen zum Beispiel einen Parameter, der heißt eben CAX-Typ. Und diesen Parameter, diese Eigenschaft kann ich jetzt abrufen. Kann ich sagen, ist gleich und dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, Vorwand WC. Klicke ich auf Ergebnisse anzeigen und erhalte hier meine Installationselemente. Klicke ich einmal auf Speichern und habe jetzt hier 24 Installationselemente, die ich jetzt eben als Objekte zur Verfügung habe und kann mit diesen Elementen kann jetzt hier diese Elemente dementsprechend nutzbar machen, kann den Elementen können Referenzen zugeordnet sein. Also wenn ich hier in den Heizkörpern einmal gucke, dann sehe ich, hier habe ich einen Report aus dem, den habe ich erzeugt, um das Video zu machen. Hier habe ich eben die Möglichkeit, über ein Element in einer Referenz, wie einem Bautagesbericht, einem Mängelmanagement, zu sprechen. Es ist miteinander verbunden. Wir haben den durchgängigen Workflow. Es wird hier angezeigt. Ich kann mir das Element auch im 3D dementsprechend anzeigen lassen. Hier jetzt an der Stelle eine Ansicht.
hier wieder mit dem Viewer, die nur die Heizkörper abbildet, und man spricht dementsprechend auch immer über dasselbe Element. Man kann auch hier das Aktivitätsprotokoll nachvollziehen, die Referenzen für das einzelne Element, und dann final könnte man auch noch einen QR-Code für solche Elemente vergeben, den man dann eben einliest und dann über dieses Element zum Beispiel sprechen kann. Diese Objekte könnten dann eben auch in Besprechungen, in Formularen wirklich hinzugefügt werden. Wie es in Formularen funktioniert, gucken wir uns dann gleich in der mobilen Anwendung noch an. Und dadurch lässt sich eben der Lebenszyklus verschiedener Objekte im Detail durchweg verfolgen. Ja. Hat man jetzt also hier die Objekte zugeordnet, hat verschiedene Formulare erstellt, hat verschiedene Fehlermeldungen, Warnungen, dann möchte man das Ganze auch als Bericht und vielleicht strukturiert ausgeben. Und dazu gibt es eben die Möglichkeit, in der Cloud Berichte zu erstellen. Auch hier gibt es wieder verschiedene Vorlagen, die ich nutzen kann, die ich aber auch dementsprechend ändern kann. Das heißt, wenn ich hier unter Berichte bin, kann ich entweder einen Bericht erstellen oder hier über die Vorlagen gehen. Wenn ich einen Bericht erstelle, wähle ich also mir eine Vorlage aus. Ich kann dann zum Beispiel Aufgabendetail nehmen. Das ist eine Vorlage, die hier eben mit drin ist, und definiere jetzt, nach was möchte ich denn die Aufgaben strukturieren und filtern, zum Beispiel alle Aufgaben, die offen sind oder zum bestimmten Zeitraum erstellt worden ist, und dementsprechend kann ich das dann ausführen lassen. Wenn ich so einen Bericht aber, bevor ich ihn ausführe, kann ich sagen, wenn ich eine gewisse Zusammenstellung habe, möchte ich das als Vorlage speichern. Das macht natürlich Sinn. Sie haben verschiedene Rapportarten, die Sie vielleicht abgeben müssen oder wollen. Dann können Sie hier das Ganze strukturiert zusammenpacken, in eine gewisse, ja, nach gewissen Regeln definieren und das auch als Vorlage speichern und beim nächsten Mal wieder verwenden. Aussehen tut es dann zum Beispiel so: Sie haben also hier Aufgabendetail, das ist von mir erstellt worden. Es sind hier drei Elemente mit dem Titel, sortiert nach Titel, gefiltert nach Status offen, also alles, was den Status offen hatte zu dem Zeitpunkt. Und dann wurden hier eben Clashes, die ich definiert habe, eingefügt, hier als Dokument dementsprechend, oder hier auch meine Planungsänderung, die eben von der Frau Hinrichs hier erstellt worden ist. So kann ich also Aufgaben, Formulare etc., alles was offen ist, kann ich definieren oder kann ich zusammenpacken und wirklich als Bericht auch ausgeben, die ich dann natürlich auch wieder separiert irgendwo ablegen kann zur Nachverfolgung. Gut, dem guten Beobachter ist vielleicht aufgefallen, dass es noch zwei Punkte gab, die jetzt die im Bild enthalten sind, die jetzt noch nicht im Detail angesprochen worden sind. Da möchte ich nicht drüber hinweggehen, aber sie auch nicht jetzt ins Detail erzählen. Es gibt hier noch das Transfer-Tool, was eben die Möglichkeit bietet, mehrere Projekte miteinander zu verbinden. Ein Stück weit so, wie wenn Sie die einzelnen Disziplinen eben in Einzelprojekten zeichnen und in einem Schubkarrenmodell, in einem Rahmenmodell zusammenfügen. Auch das ist hier eben über das Transfer-Tool möglich. Muss man aber dazu sagen, dass hier die Funktionen für Design Collaboration und Model Coordination noch nicht hinterlegt sind. Also da ist noch nicht der volle Umfang der Cloud dementsprechend nutzbar. Und das Zweite, was die Frau Hinrichs auch bei Autodesk schon mal angesprochen hat, sind die Standorte. Und zwar sind die Standorte, die Räume aktuell noch händisch oder per Excel-Liste einzupflegen. Ist natürlich auch bei großen Projekten ein gewisser Aufwand, soll aber auf jeden Fall oder sollte kommen, auf jeden Fall kann man dranbleiben, dass hier eben die Standorte aus den Räumen, die man ja in einem Revit-Modell sowieso schon definiert, zugeordnet werden können oder erkannt werden, und man wirklich dann über Standorte mit
gewissen Bauteilen mit Objekten sprechen kann, dann ist wirklich ein Fehler ausgeschlossen, über welche Informationen oder über welches Bauteil möchte man dann hier dementsprechend sprechen. So, das waren die Tools, die Module von der ACC, vom Bild. Aber natürlich, da hatte ich sie ein bisschen vertröstet, ging es auch noch hier um den mobilen Zugriff. Der mobile Zugriff hat sich in den letzten Wochen ein bisschen geändert. Es ist jetzt die ACC-App, die vormals PlanGrid Build war. Also nicht wundern, Sie brauchen zur Nutzung der App eine Lizenz, eine ACC-Lizenz, die Sie aber schon standardmäßig, ja, wenn Sie damit arbeiten, haben, arbeiten wollen, haben. Natürlich ein bisschen eine Grundvoraussetzung ist, dass Sie in der ACC arbeiten, dass Sie eben auf die Modelle, auf die Daten, auf die Pläne zugreifen können. Für die BIM 360 Projekte gibt es dementsprechend die schon bekannte BIM 360 App. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie funktioniert das? Auch hier wieder Video, weil die Übertragung ein bisschen komplex wäre. Also Sie haben hier, wenn Sie sich anmelden wollen, diese Tags, wo ein bisschen vorgestellt wird, was die Cloud kann. Wichtig ist dabei, dass Sie beim Anmelden schon definieren müssen, auf welchem Server Sie arbeiten wollen, also welches Rechenzentrum Sie haben. Und wenn Sie das ausgewählt haben, dann haben Sie eben hier die Möglichkeit, Ihre Projekte, die in der ACC sind, zu sehen und auszuwählen, welches Projekt Sie denn tatsächlich brauchen. Wenn ich das anklicke, kann ich eben hier auf das Präsentationsprojekt jetzt von uns gehen und kann jetzt über die Optionen definieren, was wollen Sie denn herunterladen. Ist natürlich je nach Größe, je nach Anzahl der Projekte auch entscheidend, was kann Ihr mobiles Tool nutzen. Und dementsprechend gibt es hier die Möglichkeit zu strukturieren, was Sie denn überhaupt herunterladen wollen. Denn das ist ja gerade in dem Thema Baustelle, Kellerarbeiten etc. hat man nicht immer eine Datenverbindung, von dem her eben das Ganze auch offline nutzbar gemacht. Und wenn ich hier dementsprechend meine Auswahl getroffen habe, dann kann ich das Ganze runterladen. So. Also wähle ich das Projekt an, sage jetzt herunterladen. Hier dieses Projekt ist nicht sonderlich groß, deshalb geht es ziemlich flott. Aber natürlich auch gewisse Dateien, gewisse Informationen hinterlegt. Also sollte man dann trotzdem vielleicht im Büro das erste Mal noch machen, sind aber jetzt auch nur dementsprechend 700 KB, die jetzt hier runtergeladen wurden. Ja, worauf habe ich Zugriff mobil? Ich habe eigentlich Zugriff auf fast alle Elemente, also von Dateien, Pläne, Aufgaben, Formulare. Je nach Download-Einstellung ist es eben verfügbar. Der Viewer, es sind die Viewer verfügbar. Ich habe die Pläne, die eben schon angesprochen wurden. Ich habe einen DWG-Viewer, wobei hier muss man differenzieren, dass keine Layer filterbar sind. Das ist halt eine kleine Einschränkung. Aber der PDF-Viewer ist hier standardmäßig. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir uns die Pläne angucken. Auch das eben hier in der Cloud. Ich habe eine Startansicht. Hier wurden jetzt mal 3 Pläne hochgeladen, die eben mit der Erkennung und der Disziplin zugeordnet wurden, von Koordination über Raumlufttechnik oder Sanitär, je nach Kürzel, was eben hinterlegt ist. Und ich kann zum Beispiel so einen Plan eben auswählen. Ich kann hier den Viewer nutzen, ich kann hier zoomen. Ich kann hier eben über die Module reinzeichnen, Texte, Punktwolken, Ähnliches hinterlegen. Also alles, was ich dementsprechend machen möchte oder ziemlich alles kann ich umsetzen. Zoome ich hier hin und kann hier dementsprechend auch über die Pfeiltasten, also weil der Bildschirm ein bisschen zu klein ist, habe ich hier die Möglichkeit, dann nach unten in den verschiedenen Informationen eben durchzugehen. Hier habe ich Stifte, ich habe Pfeile, ich habe verschiedene Formen, die vorgegeben sind. Oder dann eben runterwärts kann ich immer noch
Flächen definieren, ich kann Aufgaben machen, Fotos oder auch das Messwerkzeug, was hier gerade eben auf der Baustelle auch interessant ist. Oder ich lege hier eben in einem 2D-Plan mit den vorgegebenen Tags, die ich eben habe, mit den vorgegebenen Aufgaben, die ich schon im Docs ja letztendlich strukturiert habe oder bei der Nutzung des Docs strukturiert habe, hier die Möglichkeit, verschiedene Clashes auch oder verschiedene Typen anzulegen. Ich habe jetzt hier mal den Typ Clash gewählt und kann jetzt hier auch wieder mobil die Informationen eingeben. Die Frau Hendricks hat mir vorher eine Aufgabe zugewiesen. Dafür bekommen Sie jetzt quasi eine zurück. Natürlich hier ein bisschen das Ganze ja individuell durchgenommen bzw. simuliert. Bei Ihnen ist es dann natürlich der Ernst der Lage, dass Sie in dem Moment, wo Sie so eine Aufgabe erstellen, natürlich diese Strukturierung sauber nach den Berechtigungen oder nach den Rollen im Projekt durchziehen, denn Sie möchten ja natürlich auch, dass die dementsprechend abgearbeitet wird und darum auch Prioritäteneinstellungen. Was ist es? Wieder Fotos hinzufügbar, Dateien, Formulare, Objekte, eben hier dieser ganze durchkoordinierte Workflow anhand des Modells, aber eben auch die Möglichkeit, mit den Fotos, mit den Objekten wirklich vor Ort das aufzunehmen, diese Struktur zusammenzubringen und auch hier wieder die Möglichkeit zu kommentieren, um hier dementsprechend einen Hinweis zu geben oder das Ganze dann auch zu verteilen. Genau. Also die Nutzbarkeit der 2D-Pläne hier in dem Tool. Natürlich aber auch nutzbar unsere Formulare. Also wir haben ja gerade eine Formularvorlage uns importiert. Auch die finde ich hier wieder, kann hier dementsprechend das Formular mit der Nummer 12 erstellen. Habe auch hier für den Bautagesbericht standardmäßig meine Vorlage, kann auch hier Objekte zuweisen, wie ich es eben angesprochen habe. Ich spreche also über einen Heizkörper. Wenn ich jetzt ein Foto noch dazu mache, dann kann ich hier eben sagen, Bildschirmaufnahme, es ist ein Heizkörper. Natürlich ist das jetzt keine Planeplatte, sondern da müsste ich vielleicht sogar einen Mangel machen oder Ähnliches, weil eben hier ein Profilheizkörper verwendet wurde, kann dann aber eben auch hinterlegte Formulare jetzt auch mobil ausfüllen und kann hier den Informationsgehalt wirklich hinterlegen, genauso wie Sie es in der Desktop-Anwendung auch nutzen können. Genau, wie das mobil ausgefüllt wird, glaube ich, brauchen wir uns jetzt nicht im Detail angucken. Was jetzt hier nochmal zum Abschluss das Ganze bringt, ist eben auch der Viewer, der hier im 3D nutzbar ist. Also auch hier kann ich mich durchs Gebäude bewegen, kann es nach Ebenen strukturieren, habe 3D-Schnittbereiche, kann das messen und das sieht eben auch mobil nutzbar. Das sieht dementsprechend so aus, ich bewege mich zu den Dateien. Guck hier in dem Ordner Share zum Beispiel, wo diese freigegebenen Dokumente dementsprechend sind, wähle hier mein TGA-Modell aus, habe hier auch wieder die Möglichkeit, über die Ansichten zwischen 2D, 3D-Ansichten, über den Modellbrowser, über die Ebenen, meine Ansicht zu definieren, wie Sie das dementsprechend brauchen. Ich habe hier eine Ansicht 3D-DWG. Sie sehen oben hier eben einen 2D-Grundriss, der das Ganze, der Ihre Position definiert. Ich kann meine Ansicht, kann mich mit der Ansicht hier durchbewegen, kann reinzoomen, kann aber eben auch, und jetzt wird es entscheidend auf der Baustelle, die Eigenschaften, die ich in der Planung hinterlegt habe, hier abrufen, wo ich einfach gewisse Informationen dementsprechend habe und die für die Baustelle dann dementsprechend interessant werden. Und ich kann auch hier zum Beispiel messen über Längen, wo ich mir dieses Plangeziehe, sage ich mal, oder was ich oft noch selbst auf der Baustelle gesehen habe, der Monteur kniet mit dem Meterstab auf dem Boden und misst sich irgendwas aus dem Plan raus, weil trotzdem eine Maßkette fehlt, ist hier damit einfach ein Stück weit erschlagen und es sind die tatsächlichen Maße, da wir ja einen digitalen Zwilling dementsprechend ja haben wollen. Ja, das wär's
von meiner Seite hier für die ja, für das Autodesk-Bild, für die Baustellennutzung, sowohl, ich glaube, in fachlicher Richtung für die Planer, wie aber eben auch für die ausführenden Firmen gewesen. Wir wollen jetzt noch ein bisschen zusammen über den Tellerrand blicken, ein bisschen Ausblick geben, ein bisschen gerne noch mit Ihnen zusammen diskutieren, wie eben hier das Ganze auch in Zukunft aussehen kann. Und da würde ich wieder an meine Kollegin, die Frau Hinrichs, ein Stück weit übergeben. Genau, danke schön, Max. Ja, wir sind im Prinzip zeitlich schon fast am Ende angekommen. Ich hoffe, Sie alle haben noch ein paar Minuten mehr Zeit, mit uns da drüber zu sprechen. Erstmal die Information, dass die Autodesk Construction Cloud eine offene Plattform ist. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, insbesondere auch an andere Cloud-Produkte anzubinden. Es geht darum, dass hier auch andere Firmen bereits intelligente Lösungen haben und Autodesk das wichtig ist, dass da entsprechend eine Zusammenarbeit auch zwischen den verschiedenen Lösungen erfolgen kann, sodass nicht alles unbedingt in der Construction Cloud selber erfolgt, aber die Anbindung entsprechend bestehen kann. Und da kann es natürlich Funktionen geben, die Sie wichtig finden, die wir gemeinsam mit Ihnen recherchieren, wie die sich umsetzen lassen. Gleichermaßen wollen wir als Auxalia da auch entsprechend uns Gedanken machen, wie wir da entsprechende Funktionen zusätzlich einbringen können und würden da von Ihnen gerne auch Informationen haben, was für Funktionen fehlen Ihnen noch, wie würden Sie gerne Ihre Projekte entsprechend umsetzen. Genau, ein paar Fragen haben wir schon beantwortet direkt im Chat. Da würde ich jetzt, bevor wir gleich anfangen, vielleicht, dass Sie uns mal sagen, was haben Sie so für Visionen für Ihre Projekte und was für Funktionen fehlen Ihnen, würde ich mal kurz nochmal auf die Fragen eingehen, damit alle das nochmal wissen. Es gab eine Frage zum Thema Datensicherheit und so weiter. Da habe ich, haben ich und mein Kollege Herr Schlenker zwei verschiedene Links ins Chat gemacht. Einmal ein Video von Autodesk direkt zum Thema Datensicherheit und einmal unseren Blogbeitrag. Dann gab es eine Frage zum Thema Zusammenfassung von Aufgaben. Das ist mit dem Model Coordination möglich, indem man verschiedene Clashes in eine Aufgabe zusammenfasst. Dann gab es eine Frage zum Thema, welche Module brauche ich, um in der Cloud zusammenzuarbeiten. Da benötige ich, wenn ich über Revit heraus eine Zentraldatei in der Cloud speichern will, tatsächlich das BIM Collaborate Pro. Diejenigen, die das Modell in der Cloud abrufen, benötigen, je nachdem, ob Sie Einzelmodelle oder Gesamtmodelle anzeigen müssen, dann müssen wir uns mit Ihnen dann mal gemeinsam drüber unterhalten, entweder das Autodesk Docs oder das BIM Collaborate ohne Pro sozusagen. Dann gab es eine Frage zum Thema Austausch IFC-Dateien. Natürlich lassen sich auch IFC-Dateien entsprechend über die Plattform austauschen, aber mehr noch, sie lassen sich auch integrieren in den Prozess. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, wenn die Dateien hochgeladen worden sind, diese auch im Design Collaboration Modul mit sozusagen zwischen den Fachdisziplinen auszutauschen und in dem Viewer des Design Collaboration diese Modelle gemeinsam mit anderen Modellen, die dann Revit oder IFC-Modelle sein können, anzuzeigen und im Model Coordination auch Clashes zwischen IFC-Modellen oder IFC- und Revit-Modellen oder natürlich auch nur Revit-Modellen entsprechend anzuzeigen. Ich glaube, das waren die Fragen. Genau, jetzt können wir gerne, Bernd, du wolltest noch übernehmen zum Thema virtueller Roundtable. Genau, mein Name ist Bernd Schlenker, ich bin hier fürs Marketing und Business Development bei Auxalia zuständig und Sie sehen an dem Vortrag und an der Zeitüberschreitung, dass sehr, sehr viel möglich ist in dieser Construction Cloud. Ich dachte schon, der Max macht es uns bis heute Abend noch, zeigt noch Feature um Feature oder Punkt um Punkt, aber ich glaube, Die Bandbreite sehen Sie und die Durchgängigkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Vielleicht noch eins, also die Fragen haben wir dran. Sie können gerne jetzt Ihre Fragen eigentlich auch heben Sie Ihre Hand, da können wir Sie auch gern auf laut stellen, wenn Sie möchten. Oder Sie tippen es einfach nochmal ein, falls da noch eine Frage offen wäre. Vielleicht ein Hinweis noch, das Docs ist ja Bestandteil der Construction, der AAC Collection. Das heißt, Sie haben praktisch den Zugang zu dieser Cloud schon in Ihrer Software. Wenn Sie eine AEC Collection von Autodesk haben, dann haben Sie bereits eine Docs-Lizenz sogar verfügbar. Das heißt, Sie können sofort starten und da würde ich jetzt parallel zu dem falls noch Fragen kommen, noch kurz was erzählen.
So, wenn Sie dann sagen, okay, das war ja recht viel und wie komme ich denn da zurecht, wie komme ich denn da klar, dann empfehlen wir da unsere Seminare. Das Doc-Seminar ist ja quasi der Einstieg und die zentrale Plattform oder die zentrale Informations das Thema, das ist ein Tagesseminar, was Sie da buchen können. Dann zu der Zusammenarbeit, was gerade vorhin erwähnt wurde, das Collaboration Pro bzw. Collaborate, dieses Seminar ergänzend dazu und das Autodesk Build. Also schauen Sie einfach bei uns rein unter Seminare im Seminarkalender, da können Sie sich gerne da weiter fortbilden. Ja, vielleicht noch ein Hinweis. Sie bekommen am Ende auch eine E-Mail mit den Aufzeichnungen und der Präsentation nochmal als zum Nachschauen und Nachhören und auch nochmal unser E-Book 9 Tipps, wie Sie mit Bauprojekten effizienter koordinieren können. Das bekommen Sie nachher im Nachgang, vermutlich morgen dann zugeschickt. Und vielleicht ein letztes noch von meiner Seite aus. Wir möchten auch mal wissen, wie hat es funktioniert? Ich bin jetzt auch als Besucher hier reingegangen, habe das E-Mail schon bekommen. Sie bekommen einfach eine E-Mail, wo Sie einfach kurz auf die Smiley klicken können. Wie hat es Ihnen gefallen? Von sehr gut bis ungenügend. Gerne auch einen Kommentar versehen. Oder wenn Sie einfach sagen, dort haben Sie auch die Möglichkeit anzukreuzen. Bitte kontaktieren Sie mich. Ich habe eine konkrete Frage zu dieser, zu jenem. Dann können Sie das gerne tun. Okay, am Ende bedanke ich mich mal für Ihre Aufmerksamkeit. Die Fragen sind ja Gott sei Dank schon währenddessen gestellt worden, beantwortet worden, sodass wir da zu dem Roundtable eigentlich gar nicht mehr so richtig gekommen sind. Aber ich hoffe doch, dass es für Sie viel Information waren und ein schöner Einblick von Planung über Ausführungen zu dem ganzen Thema. In diesem Falle würde ich jetzt auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit das beenden. Falls im Nachgang noch was kommt, gerne melden Sie sich. Habt ihr noch irgendwas anzumerken? Denke nein. Nein, danke. Ansonsten nur der Hinweis, wie gesagt, also auch wir wollen zur Cloud unseren Beitrag leisten. Also wenn es da Anforderungsprofile gibt, die jetzt vielleicht noch nicht erfüllt werden, dann nehmen wir sowas, glaube ich, auch immer gerne auf an der Stelle und versuchen da unser Bestes, Sie bei der Lösung für die Anforderungen zu unterstützen. Okay, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Mittagspause und verdauen Sie die Informationen. Wenn Fragen kommen, melden Sie sich dann einfach und bewerten oder schreiben Sie es in der Bewertung kurz rein. Okay, vielen Dank mal. Danke, schönen Tag noch. Danke, tschüss.